Hallo ihr Lieben, hier ist Vivica mit einer kleinen Nachricht für euch heute an diesem Sonntag. Ich weiß, derzeit ist es für uns alle, und zwar für jeden einzelnen Menschen, eine große Herausforderung. Und ich selbst bin Mutter von 3 Kindern und es gibt viele, viele Momente, gerade in den letzten Wochen, in denen es mir nicht gut ging. Und was mir immer wieder Kraft gibt, ist wirklich in die Stille zu gehen und mich mit Gott zu verbinden. Darauf zu schauen, was in meinem Leben schön ist, an Schönheit existiert. In die Natur zu blicken. Ja, mir Blumen zu gönnen, meine Kinder zu umarmen, dankbar zu sein. Ich möchte euch Hoffnung machen. Ich möchte euch ein bisschen Vertrauen geben, denn das, was gerade passiert, ist auf einer höheren Ebene gesehen sehr, sehr wichtig. Die alte Welt, wie wir sie kennen, die wird es nicht mehr geben. Die Menschen, die jetzt alles dafür tun, nur damit das Alte wiederkommt, ob es die Impfung ist, die Tests, was auch immer, die werden noch bitterer als wir, die vielleicht schon diese neue Welt in sich tragen, erkennen müssen, dass das Alte vorbei ist. Und sie müssen ihren Weg gehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Ich habe erkannt, ich kann niemanden retten. Ich kann nur mit liebendem Herzen da sein für die Menschen, die mir anvertraut sind. Es ist wichtig, dass es uns gut geht, dass wir mehr und mehr nach innen blicken, dass wir uns verbinden mit Gott, mit der Stille, mit der Liebe in uns. Und das bedeutet nicht, untätig zu sein. Wenn wir es im Herzen spüren, etwas tun zu müssen, im Herzen spüren, nicht im Verstand, wenn wir es wirklich im Körper und im Herzen spüren, dass es da einen Schritt gibt, den wir im Außen auch gehen müssen, jetzt in dieser Zeit, um anderen zu helfen, um andere aufzuklären, was auch immer, dann ist es gut. Dann sollen wir das auch tun. Ich bin seit einem Jahr so damit beschäftigt gewesen, Menschen aufzuklären, auch öffentlich aufzuklären, dass ich kurz davor war, mich wirklich selbst zu verlieren in diesem Strudel. Und viele Menschen, die ich beobachte, die mir so sehr am Herzen liegen, auch in dieser Bewegung, in dieser Friedensbewegung, sie verlieren sich selbst gerade. Und für etwas einzustehen ist wichtig. Es ist genauso wichtig, sich manchmal auch zurückzuziehen und wieder bei sich anzukommen und sich selbst zu spüren, durchzuatmen, zu schauen, was brauche ich, was braucht meine Familie, was brauchen meine Liebsten. Wenn wir in Kampf verfallen, dann tragen wir Kampf in die Welt. Umso mehr wir uns mit der Liebe und dem inneren Frieden verbinden, umso mehr werden wir zur Liebe und innerem Frieden. Ich weiß, es ist nicht einfach, sich nicht von diesen ganzen schlimmen Nachrichten runterziehen zu lassen, die Energie hochzuhalten. Und ich kann euch nur sagen, egal was ihr glaubt, egal welchen Medien ihr glaubt, egal ob ihr für diese Maßnahmen seid oder dagegen seid, das ist eigentlich vollkommen egal erstmal. Das Wichtige ist, dass ihr in dieser Zeit zu euch kommt, dass ihr euch mit Gott verbindet, wirklich mit Gott verbindet, und ich meine das so, denn viele trauen sich gerade gar nicht mehr darüber zu sprechen, und in unserer Zeit, wer spricht schon noch über Gott, das werden vielleicht immer mehr, aber dennoch sind es noch zu wenige. Wir verbinden Gott immer noch mit der Kirche oder mit Religionen, aber Gott ist das, was durch alles fließt. Es ist die Lebensenergie, es ist diese größere, höhere Macht, die so viel mehr weiß, als unser Verstand es jemals wissen kann. Es ist wichtig, auch wenn ihr innerlich getrieben seid, und ich bin da jetzt selber durchgegangen, wirklich durchgegangen. Wenn ihr innerlich getrieben seid, könnt ihr euch nicht mehr spüren. Und wenn ihr euch nicht mehr spürt, dann werdet ihr zum Spielball der Energien. Und da die meisten Energien von außen momentan nicht lichtvoll sind,
werdet ihr dann irgendwann merken, dass ihr in einem Rad lauft, ihr lauft und ihr lauft und ihr lauft und ihr lauft, egal in welche Richtung, egal was eure Überzeugung ist. Und es ist wie ein Automatismus. Weiter, 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 weiter. Und lauft vielleicht gegen die Wand. Lauft vielleicht vollkommen in die falsche Richtung. Macht euch krank, macht andere krank damit. Vergebt eure Lebenskraft, eure Energie vielleicht an der falschen Stelle. Nochmal, einstehen, aufstehen ist wichtig für das, was wahrhaftig ist. Aber der Grundsatz an allem ist, diese Verbindung mit sich selbst zu haben, diese innere Ruhe zu haben. Sucht euch Menschen, die diesen Weg auch gehen. Verbindet euch mit diesen Menschen, auch in der Gruppe oder am Telefon oder über Internet, das ist egal. Geht in die Stille, spürt rein, was stimmt jetzt wirklich. Das ist letzten Endes für alle Gesellschaftsformen, für alles auf dieser Erde, der Schlüssel, der so viel mehr und so viel schneller diese Erde in Frieden führen würde. Wenn in Kindergärten und in Schulen und in Betrieben und in Kanzleien und in Praxen, bevor überhaupt dieser Tag beginnt, dieser Moment der Stille wäre, wo die Menschen zusammen in sich gehen und spüren, ankommen, im Körper ankommen. Was ist heute? Was spüre ich? Wie geht's mir? Ist der eine Punkt. Dieses Danke sagen. Danke für diesen Morgen, für diesen Tag, für den Regen, für die Sonne, für das Essen, für mein Haus, für alles, was ich habe, für die Kleidung. Wenn wir bewusst sagen, danke großer Geist, danke Gott, was auch immer, wie ihr das nennt, wenn wir in dieses Bewusstsein gehen, in diese bewusste Haltung von Leben, Respekt und Achtung und das unseren Kindern schon zeigen, dann würde sich die Welt so schnell verändern. Aber die dunkle Seite der Macht, ja, die ist so trickreich und so verführerisch und so verführerisch, dass selbst die lichten Menschen, die lichtesten Menschen, die mit der besten Absicht, ja, die gerade jetzt so zahlreich auch zusammenkommen, so schnell verführt werden in Aktivismus, der zu nichts führt. Nochmal, alles, was ihr tut, wenn ihr es richtig im Herzen spürt und immer wieder euch diesen Moment der Stille gebt, um wirklich nachzuspüren, was ist jetzt das Richtige, was sagt die innere leise Stimme in mir, nicht die laute Stimme. Alles, was ihr tut, wenn ihr es wirklich im Herzen spürt, ist okay, ist gut. Aber versichert euch, und das nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag, dass ihr wirklich mit euch und dieser göttlichen Kraft in euch verbunden seid, bevor ihr Entscheidungen trefft. Und holt euch auch Hilfe und Unterstützung, wenn ihr selbst nicht klar sehen könnt. Denn das geht jedem von uns ab und an so. Auch mir, ich brauche auch hin und wieder Menschen, von denen ich weiß, die sind auf diesem Weg, wie ich auch, und die sind gerade vielleicht klarer als ich, weil vielleicht in mir ein Thema hochkommt oder ein Prozess ist, der angeschaut werden möchte. Wir sind alle gleich, hier ist keiner besser, hier ist keiner schlechter. Die einzige Entscheidung, die in unserem Leben wertvoll und wichtig ist, ist, dass wir uns immer für das Licht entscheiden, für das, was sich wirklich gut anfühlt. Nicht, was sich vom Verstand gut anfühlt, sondern was wirklich stimmig für uns ist. Und das merken wir nur dann, wenn wir in die Stille gehen und uns spüren. Nur dann. Wir müssen erst lernen, uns selbst zu spüren. Wenn wir das können, dann können wir die Frage stellen, was ist jetzt dran? Was ist mein nächster Schritt? Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Kraft. Das ist jetzt doch ein längeres Video geworden. Jetzt sind wir doch bei fast 10 Minuten in dieser Zeit. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Fokus geben. Ich sage euch nur nochmal, diese dunkle Kraft, die ist so stark und so trickreich und so verführerisch. Es ist essentiell wichtig, dass ihr mindestens zweimal am Tag in die Stille geht und nachspürt, was für euch stimmt. Und lasst den ganzen Scheiß, alles, was euch runterzieht, so gut es geht, wirklich aus eurem System und sagt, nein, ich nehme das nicht an, ich verbinde mich damit nicht, sondern ich verbinde mich mit der Welt in mir, die ich mir wünsche, mit meinem inneren Frieden. Alles Gute, viel Kraft für uns alle in dieser Zeit. Von tiefstem Herzen, aus tiefster Seele gesprochen, eure Vivika.